Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Unboxing auf Unboxing Saturks. Diesmal habe ich das zweite Volume zu der Serie Dusk Maiden of Amnesia. Ist jetzt eine gefühlte Ewigkeit her, seitdem das erste erschienen war. Naja, Kasi hat halt momentan ziemlich viele Serien, die eigentlich noch erscheinen sollen. Und ich denke mal, dass sie sich da ein wenig verkalkuliert haben, weil auch regelmäßig Verspätungen angekündigt werden. Aber naja, Hauptsache es kommt irgendwann. Dann ist das ja egal wann. Ja, hier haben wir das erste Volume. Nicht das erste, das zweite Volume. Hier sieht man noch die zwei. Und hier ist die Rückseite. Und das Ganze geht 75 Minuten, das heißt wieder drei Episoden. Mit dabei ist ein Booklet, was wir gleich sehen werden. Hier ist die zweite Scheibe. Und ein schön dickes Booklet. Gucken wir da mal rein. Gibt wieder den Episodenguide oder die Episodenguides. Charakterinfos und Artworks. Ach, es kommt ein toller Duft hoch. Dafür lohnt es sich schon, sowas mal auszupacken. Nur für den Geruch. Ich weiß jetzt nicht, exklusiver Manga von Maybe, ob der jetzt auch in der Manga-Version, die ja bei Kase Manga erscheint, mit drin ist, oder ob es den nur zu den Blu-rays dazu gab. Auf alle Fälle alles auf Deutsch. Und was haben wir hier? Yukos Selbstgespräche und Wolken. Ja, so sieht das Ganze dann nochmal komplett aus. Und das Ganze kommt natürlich mit einem, naja, ich denke mal jetzt nicht Wendecover, aber nochmal eine extra Seite, wo nochmal die Episodentitel stehen. Und das war's auch schon. Da hatte ich schon das erste Volume gesehen und hat mir ziemlich gefallen. Also eine schön düstere und trotzdem lustige Geschichte. Aber macht euch am besten selbst mal ein Bild davon. Kauflink zu Amazon packe ich euch mal mit in die Videobeschreibung, falls ihr das kaufen wollt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.